Ich bin heute nicht allein, denn mein Kumpel ist heute zu Besuch, denn wir haben eine coole Challenge uns ausgedacht. Hier sind die Blöcke für die neue Challenge, denn ich bringe jetzt meinen Kumpel Zeichnen bei. Ich weiß ja, dass du ja gerne zeichnest, deshalb bringe ich dir jetzt bei, wie man realistisch zeichnet. Denn ist hier schon mal dein Block. So, und los geht's. Und wer sich wundert, was das hier ist, ich habe auf TikTok und auf YouTube ein Tutorial gemacht, wie man Haut zeichnet. Und wenn ihr wissen wollt, wie man Haut zeichnet, dann schaut gerne vorbei. Und jetzt fehlen uns nur noch die Stifte und deshalb New. Das hier sind viele verschiedene Bleistifte von der Stärke, glaube ich, 6H bis 8B. Und dann würde ich nur noch sagen, erklärt mein Kumpel, was wir jetzt zeichnen. Wir zeichnen heute jetzt ein Auge und er bringt es mir bei. Und dann würde ich nur noch sagen, geht's genau jetzt los. Ich habe zwar nicht alle Stärken doppelt, deshalb werden wir uns ein paar aufteilen. So, ich habe jetzt einmal H und einmal HB. Der Grund ist, weil die beiden Stifte sich sehr ähnlich sind. Ach, und übrigens, was ich vergessen habe, die Stifte sind hier von Faber-Castell, die Castell 9000. Wo steht? Da. Also, welchen willst du für die Skizze haben? HB. HB? Okay. Dann einmal hier, bitteschön. So, als erstes machen wir die obere Lidfalte vom Auge. Kannst ja ein bisschen so kopieren. Wie gesagt, bei der Skizze immer nur leichten Druck ausüben. Wenn du es fertig hast, kannst du dann einfach hier unten schon mal die Wasserlinie, ist das die Wasserlinie? Ich meine schon, mal nach skizzieren. Sieht schon mal gut aus. Das heißt, machen wir jetzt wirklich die obere Lidfalte. Einfach hier drüber so eine Linie. Ich kann schlecht beschreiben, deswegen. Eine Linie einfach. Ja. Kurzen Schluck getrunken. Machen wir jetzt erstmal die Iris. Hoffentlich kannst du einen relativ runden Kreis zeichnen. Ja. Ja? Okay, dann geht's jetzt weiter. Hier kannst du dich bei mir ein bisschen orientieren. Wird jetzt sogar noch ein halbes Tutorial draus. Könnt ihr ja selber auch noch was von lernen. Ich gebe den kleinen Tipp, halt mal ein bisschen weiter vorne so den Stift an. Dann kommt noch ganz wichtig die Pupille rein. Einmal hier auch so ein etwas runder Kreis. Und dann würde ich sagen, zeichnen wir noch ganz kurz die Wasserlinie rein. Die ist ja ganz knapp bei der unteren Linie hier lang. Kannst du auch mal direkt kopieren. Und geht ist das untere die Wasserlinie? Was meinst du? Das ist die Wasserlinie. Hier haben wir schon mal die Wasserlinie skizziert. Ja, das stimmt ein. Und wenn das schon erledigt ist, können wir vorne dieses Nupsi-Ding hier machen. Also diese, wer ist das? Tränendrüse? Ja. Ja, können wir auch mal leicht hier skizzieren. Und ich glaube, dann wären wir auch mit der Skizze fertig. Das heißt, gib mal ganz kurz den Stift wieder. Und zwar hole ich jetzt neue. Das hier sind jetzt weichere Stifte. Und zwar habe ich hier einmal B und einmal 2B. Ich würde sagen, du kriegst den 2B und ich nehme den B. Ich würde sagen, fangen wir bei der oberen Lidfalte an. Und zwar einmal den Stift hier etwas weiter hinten anhalten. Anhalten? Anfassen, so. Und dann einfach mit einem leichten Druck einmal hier rüber gehen. Am besten wäre es, wenn man hier so die Mitte von der Lidfalte etwas frei lässt, weil dort ist ja die etwas hellere Stelle. So, und damit es noch realistischer ist, das Auge, zeichnen wir jetzt mit dem gleichen Stift ein paar kleine Falten hier rein. Die Stelle, die wir freigelassen haben. Ich habe uns jetzt noch dunklere Stifte verpasst. Deshalb hier das Stück. Und dann machen wir eigentlich im Grunde genommen genau das gleiche, nur halt dunkler. Das heißt, wir ziehen hier diese ganz dezente Falte nach, damit man mehr oder weniger einen 3D-Effekt hat. Auffallend ist, dass dieses Getränk am 29.03.2022 abgelaufen ist. Also ich trinke ein Getränk, was mindestens schon ein Jahr nicht mehr haltbar ist. So, wir haben jetzt die Lidfalte verdunkelt und den Rest machen wir hier unten weiter. Wir benutzen dafür einmal wieder B und 2B. Und hier unten machen wir genau das gleiche wie hier oben. Das heißt, wir verdunkeln erstmal. Ich würde sagen, hier unten zeichnen wir hier noch eine kurze Falte hier hin. Mit der Haut sind wir jetzt fertig. Das heißt, jetzt kommt das Innere und ich gebe dir wieder den HB-Stift. Übrigens, was ich früher sehr oft gesagt habe, BH-Bleistift. Ganz wichtig ist, dass das Innere vom Auge, also außerhalb der Iris, der hellste Anteil des Auges ist. Das heißt, hier bei der Wasserlinie gehen wir mit einem leichten Druck lang. Während du hier schon mal die Wasserlinie ein bisschen nochmal ab, ziehe ich hier schon mal dieses Nipsi-Ding, sagt man sehr oft, schon mal nach. Aber ich glaube, ich würde sagen, machen wir jetzt einen Zeitraffer und los geht's.
So, wir sind jetzt soweit fertig. Jetzt fehlen uns eigentlich nur noch die Wimpern und die machen wir jetzt mit euch gemeinsam. So, setz schon mal an. Und zwar fangen wir mit den Wimpern an. Und zwar setzen wir einmal hier an und machen einfach, oh Gott, die Wimper ist ein bisschen schrecklich geworden, aber einmal nur so ein Schwung. Immer von rechts nach rechts, von links nach links, hier in der Mitte nach oben. Und am Ende der Linie lasst ihr den Druck einfach nach. Und ich glaube, dann wären wir fertig. Die Wimpern sind fertig, die Unterschrift ist gesetzt. Und dann kommen wir nur noch zur Abmoderation. Wie ihr wisst, lasst immer ein Like da. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt auf den Abo-Button. Und falls ihr ein Tutorial braucht, wie man ausführlich ein Auge zeichnet, könnt ihr es gerne auf meinem Kanal sehen. Das ist mein allererstes YouTube-Video. Und dann würde ich einfach nur noch sagen, dass beide Augen wirklich sehr gut geworden sind. Vor allem deins, dafür, dass du das erste Mal ein Auge realistisch gezeichnet hast. Und dann würde ich nur noch sagen, new.